Kann man Counter-Strike 2 auch in der Cloud spielen? Diese Frage werden wir heute beantworten, genauso wie wir einen ersten ganz schnellen First Look auf Counter-Strike 2 werfen, hier bei GeForce Now. Ja, willkommen zusammen, hallo hier bei CloudPlay, eurem Kanal rund um das Thema Gaming in der Cloud. Und was soll ich sagen, über 20 Jahre nach Counter-Strike 1.0, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike Source, Counter-Strike Global Offensive ist jetzt Counter-Strike 2 erschienen und es ist auch direkt zum Release auf GeForce Now spielbar. Ihr seht das hier rechts, wir haben eine GeForce RTX 4080 in EU Central bekommen mit 24er Ping und gerade der Ping ist ja bei so einem Spiel unglaublich wichtig. Ja, Counter-Strike 2, schauen wir doch mal, wie sich das Ganze anfühlt, wie das aussieht. Vielleicht mal zu Beginn hier einen Blick in die Einstellung, was können wir hier alles einstellen. Wir können Rückstoß folgen, das Fadenkreuz verlässt die Bildschirmgröße und folgt dem Rückstoßmuster der Waffe. Zoom-Taste halten legt fest, ob das Gedrückthalten der Zoom-Taste denselben Effekt wie er wiederholtes drücken haben soll. Schalldämpfer entfernen auf der M4 und der USP, entfernen von Schalldämpfern, gestatten oder verbieten und animierte Avatare anzeigen. So, Grafikeinstellung. Wir spielen hier, wir haben es eben auch schon gesehen. Ja, hier bei Grafik kann man die Hintergrundkulisse des Hauptmenüs verwenden, ist natürlich das 2, ne? Und hier sehen wir schon die ganzen alten Klassiker, Nuke, Italy, Office, Inferno, sie sind alle wieder da. Also ich fühle mich gerade wieder, als wäre ich ein kleines Kind, wenn ich diese Liste hier sehe. Wie geht's euch damit? Schreibt's gerne in die Kommentare. So, 16:9, 1440p Anzeigemodus, nanu, das muss natürlich im Vollbild sein. Bildwiederholrate 120 Hertz. Stromsparmodus, brauchen wir nicht. Erweiterte Grafikeinstellung, Spielerkontrast verstärken ist aktiviert. Das verbessert die Lesbarkeit von Spielern in Situationen mit niedrigem Kontrast. Vertikale Synchronisation ist deaktiviert. Das sehen wir im Prinzip auch hier in den GeForce Now Einstellungen. Hier haben wir im Prinzip auch mal die V-Sync aus. Reflex haben wir eingeschaltet. Das hoffentlich verbessert dann auch nochmal unseren internen Ping. Wir wollen ja wirklich erstmal auf maximale Frames setzen und minimale Latenz. Grafikvoreinstellungen sehr hoch, Multisampling 8-mal und ansonsten haben wir hier alles maximiert. Globale Schattenqualität, Texturdetails, Texturfilter, Shader, Partikelumgebungsverdeckung, Farbkontrast, Fidelity Super Resolution ist mal ausgeschaltet und hier sehen wir es auch nochmal, Nvidia Reflex ist aktiviert. So, dann können wir hier noch die Hood-Kanten einstellen, wenn wir wollen, dass sie im Prinzip ein bisschen niedriger oder höher sind, je nachdem, wie man das mag. Ich habe es hier mal gemaxt. Audio, ja, nichts Überraschendes. Spiel ist nochmal ganz interessant. Hier kann man sich halt wirklich nochmal bei allen möglichen Sachen die Einstellung feinjustieren, sei das, was das Spiel angeht. Sei das, was das HUD angeht, unser Team, wie das mit den Farben ist, auf dem HUD, wie das mit der Kommunikation abläuft, Zuschauern, Punktestand, Gegenstände, Radar und Fadenkreuz. Muss natürlich das klassische Counter-Strike-Fadenkreuz sein. Also, schaut es euch mal im Detail an oder wenn ihr Fragen dazu habt, stellt es einfach gerne in den Kommentaren, dann können wir uns das nochmal im Detail angucken. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal aus den Einstellungen wieder raus und in unser Inventar rein. Und hier sehen wir im Prinzip Sammelgegenstände, Badges, Skins, diesen ganzen Krempel. Und ja, schaut mal, was hier ist. 10 Jahre Veteranenmütze. Ich glaube, Counter-Strike habe ich selbst gespielt seit der Version 1.0. Online, dann wahrscheinlich seit der Version 1.6. Und vielleicht hier ist das noch nicht registriert oder es gibt keine 15 Jahre Badge, keine Ahnung. So, wir können jetzt hier das Ganze nochmal nach Ausrüstung filtern, ne? Komplette Ausrüstung, Pistolen, Schrotflinten, Gewehre, Agenten, Handschuhe und Musikkits. Da seht ihr auch, ich habe hier nichts Besonderes, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Und hier könnt ihr auch craften oder euch natürlich was im Steam Shop kaufen, juhu. Unter Ausrüstung könnt ihr das Ganze dann anlegen. Ne? Hier sehen wir die Anti-Terrorist. Leider habe ich hier nichts außer sozusagen die Standard-Skins. Das Einzige, was ich hier habe, ist meine 10-Jahre-Badge. Die trage ich auch stolz für mich her.
Und hier seht ihr sozusagen auch bei allen Waffen, was für Skins und Optionen ihr dann jeweils habt. So, Neuigkeiten, ja. Counter-Strike Source ist jetzt, Counter-Strike 2 ist jetzt da. Willkommen zu Hause. Den Store, ja, da könnt ihr euch sozusagen dann schon mal Sachen kaufen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es hier auch sowas wie den Season Pass gibt. Schreibt es mir noch gerne in die Kommentare, um mich da ein bisschen aufzuklären. Ich bin sozusagen relativ frisch wieder dabei, um jetzt hier mal einen Blick auf Counter-Strike 2 in der Cloud zu werfen. Und bevor wir auf Spielen drücken können, fragt es mich auch gleich, ob ich ins Trainingslager will. Und da sagen wir natürlich nicht nein. Nach so langer Abwesenheit brauchen wir einen kleinen Auffrischungskurs. Los geht's. Und natürlich findet es auf das 2 statt. Ach, da werden Erinnerungen wach. Los. Erste Hälfte, sie starten als Terrorist mit Bot, 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 Bot. Okay, mit B öffnen wir das Kaufmenü. Ah, so sieht das jetzt aus. Und es wird auch gleich empfohlen, was man kaufen soll. Okay, also wir kaufen eine Kevlar-Weste, ja. Und damit ist unser Geld auch schon erschöpft. Sehr schön. Und wir starten los. So, ja, spielt sich ganz klassisch. Oh, unsere Sensitivität muss ein bisschen hochgedrückt werden. Mit Scroll-Wheel können wir durch die Waffen scrollen. Vollautomatik und Feuerstoß mit rechts. Und hier müssen jetzt schon die ersten Counter-Terrorists kommen. Ja, oder auch nicht. Klassische Kurzrush. So, planten wir die doch mal. Landing the Bomb. Aber er kennt den Code alles nur auswendig. 40 Sekunden bis zur Detonation. Yes! Der erste Kill in meiner Counter-Strike 2 Karriere. Auch wenn es natürlich nur ein Bot war. Aber trotzdem, First Kill ist First Kill. Runde gewonnen und bester Spieler und auch einziger Spieler ist in Lead für die meisten Abschüsse. Nehme ich gerne mit. So, was können wir uns jetzt alles kaufen? Also, es wird wieder empfohlen, die Kevlar zu kaufen. Oh, jetzt ist aber meine Empfindlichkeit sehr hoch. Wir nehmen natürlich auch den Helm dazu. Und wo ist denn hier? Nee, auf die habe ich keine Lust. Eine Schrotflinte. Nehmen wir die gute alte P90, oder? Oh, geht schon los. So, wie wär's denn mal mit A kurz? Ich meine, A lang. Nee, die gehen wieder auf A kurz. Na gut. Oder war das A-Lang? Oh Leute, ich bin sowas von raus. Entschuldigt mein nicht vorhandenes Noob-Wissen. Für Bots reicht's immerhin noch. So, mit wie viel FPS laufen wir hier eigentlich? Mal kurz hinlaufen. Ja, das Spiel läuft mit irgendwas 300 FPS. Ist super. Hä, wo ist denn die Bombe? Ach, hier. Hä? 5. Nein! Das Spiel läuft super, im Lead läuft nicht ganz so super. Aber, oh, wir haben auch schon gewonnen. Ja, und auch so, also von der Latenz kann ich wirklich mich nicht beschweren. So, jetzt nehmen wir aber doch endlich mal hier die AK, oder wo ist sie denn? Da! Und auch Blendgranate, Splittergranate, Molotow, alles mit. So. Ich frage mich noch, wie ich das am besten auf Hotkeys legen kann, sodass ich gewisse Loadouts schon direkt per Hotkey kaufen kann. Aber das finden wir alles im Nachhinein raus. So, jetzt bin ich hier alleine nach B gelaufen. Ist ja super. Team, was macht ihr? Der Klassiker. Einer läuft nach links, alle anderen nach rechts. So, jetzt aber. Ups. Stehen Sie beim Abfeuern der Waffe still, alles klar. Yes, und da hat es uns auch zum ersten Mal erwischt. Runde verloren. Die Bombe aufgehoben. So, wie kann ich denn das aus der letzten Runde nochmal kaufen? F4, alles klar. Und F3 ist automatischer Kauf. Okay.
So, hier sehen wir sozusagen auch per Tab das Menü. Momentan sind wir noch Erster mit einer 5 zu 1 Death Ratio. Da geht's schon los. Ach, fühlt sich echt gut an, wieder nach Hause zu kommen. So, ich drücke jetzt einfach mal F3. So. Frage ist, wo laufen die Hanseln jetzt hin? Bot Maximus, Bot Sass, Bot Mäh. Und wer ist der vierte? Bot Huck. Lauf doch nicht in die Flashbang rein. Oh, ist ja wie mit den menschlichen Leuten hier. Oh, da sind wir schon. Hab ich die Bombe? Ach so, ich hab die Bombe immer, oder was? Bomb has been planted. Wow. Na gut, er hat sich jetzt nicht so super angestellt. We are the best. So, wie lange redet denn die Runde hier noch? Schon noch gern mal eine Runde, so die Frames per Second blende ich mal aus wieder, ne, da sehen wir, wohl eigentlich kann ich es auch anlassen, die stören ja nicht groß. Bots! Win. So, 5 zu 1. Zweite Hälfte. Sie spielen als Anti-Terror-Einheit. Aber schon wieder nur gegen Bots. Kann ich das auch abbrechen? Zum Hauptmenü. Spielfläche. Na gut, wir spielen jetzt noch eine Runde hier als Counter-Terrorist. Ne? So geht's ja nicht. So, einfach mal Standardeinstellung. Was haben sie uns gekauft? Nur eine Waffe. Ja, grafisch, es haut einem jetzt nicht vom Hocker. Ist natürlich eine immense Aufwertung im Vergleich zu Global Offensive. So, da haben wir sie. Bomb down. Aber ich glaube, bei Counter-Strike ging es auch noch nie um die Grafik, oder? Wie seht ihr das? Ach, ich bin der Counter. Ups. Runde gewonnen! Bester Spieler, Elite für die meisten Abschüsse. Ja, das werden wir, glaube ich, lange Zeit nicht mehr sehen, sobald wir hier nicht mehr gegen Bots spielen. So, letzte Runde nochmal gegen Bots und dann wollen wir mal versuchen, einen richtigen Server zu finden. Move it, move it, move it. Umschalten des Schalldämpfers deaktiviert. Aha, das muss ich wahrscheinlich in den Einstellungen aktivieren dann. So, die gute alte Verdachts-Grand. Oh, da war sogar einer, aber diesmal hatte ich verzogen. Boah, Daryl hat mich mit der P90 erwischt. So, jetzt gehen wir aber mal zum Hauptmenü. Wir können auch eine Abstimmung starten. Ist ja interessant. Abstimmung zur Karte wechseln funktioniert jetzt hier. Aber es geht nur das 2 als Auswahl. Alles klar.
So, ich gehe jetzt aber trotzdem mal ins Hauptmenü. Das Trainingslager kann ich ja vielleicht später nochmal fortsetzen. Und jetzt würde ich doch gerne... Nö. Ach, ich muss das Trainingslager... Oh nein. Okay, ich setze mal ganz kurz einen Cut hier rein. Und damit ihr nicht das ganze Zeit das Trainingslager sehen müsst. Und ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Ja, und so schnell kann's gehen. Ich wurde jetzt aus dem Spiel geworfen, weil es sich gerade im Patch-Modus befindet. Nichtsdestotrotz wollte ich euch diesen First Look mal ganz schnell zur Verfügung stellen, damit ihr schauen könnt, läuft Counter-Strike 2 denn in der Cloud? Und die Antwort ist ja, es läuft ausgesprochen gut. Gerade dank der Nvidia Reflex-Technologie bekommt ihr hier sehr, sehr niedrige Ping-Zahlen hin. Und dann könnt ihr das Spiel auch hier in der Cloud spielen. Aber die große Frage ist natürlich, kann das auch kompetitiv funktionieren? Und da würde mich mal eure Meinung interessieren. Denkt ihr, dass man auch mit den Teams mithalten kann oder zumindest auf einem kleinen Spaßlevel spielen kann? Schreibt es mir bitte in die Kommentare oder schreibt mir auch, falls ihr das, da noch mehr Content von uns sehen wollt. Daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Drückt gerne auf Gefällt mir oder abonniert den Kanal, dann bekommt ihr mehr Content von uns zu sehen aus der Cloud. Ich bedanke mich, bin raus und denkt daran, the Cloud will be with you always.